Welche Rolle spielt ein Wissenschaftler innerhalb der Gesellschaft, in der er lebt? Welche Verantwortung trägt er für die Gesellschaft? Ich denke, wir müssen als Wissenschaftler deutlich machen, wie wichtig die Wissenschaft ist für unser jetziges Leben, aber auch für unsere Zukunft, speziell im Hinblick auf die nächste Generation, also unsere Kinder. Das kann man auf unterschiedliche Arten machen. Wir haben beispielsweise von der Helmholtz-Gemeinschaft eine Initiative Haus der kleinen Forscher gestartet vor 6 Jahren, wo wir Naturwissenschaft und Technik zusammen mit anderen in den Kindergarten tragen, damit Jungs, aber insbesondere auch Mädels mit ganz einfachen Mitteln, Joghurtbecher, Papierfilter, Strohhalm, einen Zugang finden. Dieses spielerische Herangehen auch an Dinge aus dem Alltagsleben, die aber einen naturwissenschaftlich-technischen Hintergrund haben. Stärker als etwas zu vermitteln, das mit der Beschäftigung Spaß machen kann. Das ist eine große Herausforderung. Haben Sie das Gefühl, dass Wissenschaftlern heute diese Verantwortung, ihre Inhalte, ihre Forschung an allgemein gebildete Leute, an normale Bürger zu vermitteln, dass dieses Verständnis für die eigene Verantwortung größer ist als noch vor einigen Jahren? Ich glaube schon. Wir sehen ja auch als Wissenschaftler, dass wir unsere Arbeit in der Zwischenzeit mit erheblichen Steuergeldern durchführen können, dass Bildung, Wissenschaft und Forschung auch politisch hohe Priorität genießt. Das bedeutet natürlich dann auf der anderen Seite, dass wir uns einfach mehr Mühe geben müssen, die Verwendung dieser Mittel auch zu rechtfertigen, auch durch jetzt das Gespräch mit der Gesellschaft, mit der Öffentlichkeit, auch mit der Politik. Ich glaube, das ist vielen doch mittlerweile klar geworden. Man kann nicht immer nur die Hand aufhalten und sagen, wir brauchen mehr Geld für Forschung und Entwicklung, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern nicht klar macht, was das mit ihrem Leben jetzt oder in Zukunft zu tun hat. Wissenschaftler haben vielleicht insofern eine besondere Verpflichtung, als sie, das sollten sie zumindest versuchen, möglichst wenig interessengeleitet anderen die Welt erklären. Ich glaube, wichtig ist immer, die richtige Abstraktionsebene zu wählen. Geht ein Vortrag etwa in der Urania hier in Berlin zu halten, vor einem allgemein interessierten Publikum, ist eine weitaus größere Herausforderung, als einen Fachvortrag vor Fachpublikum zu halten. Können Sie mal ganz kurz zusammenfassen, wie die deutsche Wissenschaftslandschaft eigentlich funktioniert in dem Nebeneinander von außeruniversitärer Forschung und universitären Forschung und Lehre? Zunächst mal kann man, glaube ich, festhalten, sie funktioniert gut. Sie ist gut ausbalanciert. Sie wird zunehmend Vorbild auch für andere Länder in ihrer Ausprägung, auch in ihrer Vielfalt. Es gibt die Universitäten. Die Universitäten betreiben Forschung individuell ausgerichtet. Der einzelne Forscher steht im Vordergrund, aber sie bilden halt auch Studierende aus. Wir haben dann Einrichtungen wie die Helmholtz-Gemeinschaft, die mehr große Themenfelder unserer Gesellschaft verfolgen, wie Energie, Gesundheit mit langem Atem, auch unter nationalen Gesichtspunkten. Wir haben die Fraunhofer-Gesellschaft, die sehr anwendungsorientiert ausgerichtet ist, oft kooperiert mit kleinen und mittelständischen Unternehmen und der deutschen Wirtschaft hilft, innovationsfähig zu bleiben. Und wir haben die Max-Planck-Gesellschaft, die sehr stark grundlagenorientiert ist und ihren Forscherinnen und Forschern jenseits von Lehrverpflichtungen sehr viel wissenschaftliche Freiräume bietet. Von daher gibt es eigentlich für jeden etwas. Das eigentliche Problem im deutschen System ist die Unterfinanzierung, die chronische Unterfinanzierung der Universitäten. Dann gibt es auch noch weitere Forschung, die findet weder in Universitäten noch in außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen statt, sondern in der Industrie. Wie sind da so die Verbindungen? Ist das eigentlich gute Forschung, wenn die von der Industrie gemacht wird? Oder ist das böse Forschung, weil sie eigentlich nur dem Geldmachen dient? Die Frage, die damit zusammenhängt, lautet ja, wie viel gibt Deutschland aus für Forschung und Entwicklung? Da gibt es dieses berühmte 3%-Ziel, 3% des Bruttoinlandsproduktes auszugeben für Forschung und Entwicklung. Wir sind da fast,
In Euros geben wir rund 70 Milliarden Euro aus für Forschung und Entwicklung. 70% dieses Betrages kommt aus der Wirtschaft, also wird privat aufgebracht, und 30% öffentlich. Das, was die Wirtschaft forscht, ist oft nicht die Art von Grundlagenforschung, die wir bei Helmholtz oder die an der Max-Planck-Gesellschaft macht oder die Universitäten, sondern sie ist schon stark auf die Wertschöpfung ausgerichtet. Dennoch muss man festhalten, in Deutschland ist gerade der private Bereich von Forschung und Entwicklung stark ausgeprägt. Viele Länder beneiden uns um diesen 70-prozentigen privaten Anteil. Welche Rolle als Motor kann vielleicht auch Helmholtz spielen, dabei die Themen voranzutreiben, die, wie Sie am Anfang gesagt haben, gesellschaftlich wichtig sind? Helmholtz steht ja gerade für diese großen Zukunftsthemen und die Frage, was muss man speziell auch mit modernen Technologieplattformen und einer entsprechenden Infrastruktur auch mit einer entsprechenden kritischen Masse angehen. Batterie war so ein Thema. Allgemeiner kann man sagen, das Thema Energiespeicher ist ein ganz großes Thema. Wir können versuchen, wenn so ein Thema kommt, aus all unseren Zentren, wir haben 18 in Deutschland mit über 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aus allen Zentren Experten zusammenzuziehen und morgen wirklich mit kritischer Masse dieses Thema anzugehen. Nehmen Sie die Medizin. Helmholtz legt zurzeit eine sogenannte Populationsstudie von 200.000 Personen auf, wo wir Menschen in ihrem Gesundheitszustand verfolgen wollen über längere Zeiträume, um zu verstehen, wie entwickeln sich Krankheiten oder auch nicht, weil hier das Thema Prävention und dann, wenn es mal Schwierigkeiten gibt, auch das Thema individualisierte Medizin große Themen sind der Zukunft. Das wären Themen, wo Helmholtz sicherlich einen Beitrag leisten kann. Warum gerade Helmholtz? Eine Populationsstudie von 200.000 Leuten aufzusetzen, ist auch nicht so einfach. Einerseits hängt damit ein finanzielles Volumen zusammen von über 200 Millionen Euro. Man braucht Archive, wo man dann auch Biomaterialien lagert, und zwar kontrolliert über längere Zeiträume. Sie brauchen die Kooperation mit universitären Standorten. 10 sind angedacht, a 20.000 Patienten, die dann nah am Patienten arbeiten. Das alles nimmt ja dann doch logistische Ausmaße an, die schon ein gewisses Projektmanagement erfordern. Helmholtz kann das. Warum ist Helmholtz der geeignete Partner für die Ausstellung Ideen 2020? Die Ausstellung gehört zu dem, was wir versuchen, auch wissenschaftlich in die Öffentlichkeit zu tragen. So in die Öffentlichkeit tragen, dass man da eine Resonanz hat, dass sich diejenigen, die die Ausstellung besuchen, dann vielleicht auch in Zukunft mehr als zuvor mit wissenschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Die Themen, die angesprochen werden, sind Themen, die viele von uns angehen. Sichere Identität beispielsweise oder Deutschland als Produktionsstandort, langes Leben in Gesundheit und so weiter. Das sind alles Themen, glaube ich, wo sich viele, die die Ausstellung besuchen, auch wiederfinden.